Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Es regnet endlich draußen. Es kann sein, dass ihr die Regentropfen hört, aber ich persönlich finde das eigentlich immer ganz toll. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Regengeräusche mögt und ob ihr die jetzt in diesem Video hören konntet. Ihr habt euch gewünscht, dass ich einmal die Trendradar Box im ASMR-Stil für euch auspacke. Und das möchte ich heute versuchen. Ich habe mir schon alles hier zurechtgelegt und einige der Dinge werden richtig coole Geräusche machen. Und wir starten wie immer mit dem beigefügten Heft. Die Trendradar Box im Juni hat das Motto Ocean. Und es geht um Umweltschutz, um nachhaltige Produkte, noch verstärkter als das sonst schon bei der Trendradar Box ist. Und das finde ich super spannend. Und in dem Heft sind wieder alle Produkte auch mit drin abgebildet. Okay, starten wir mit der Zeitschrift, die drin war. Mir so ein paar Zettelchen reingemacht, wo ich nochmal nachlesen will. Und zwar ist das die Brigitte. Die Brigitte ist ja eine sehr bekannte Zeitschrift, würde ich sagen, bekannte Frauenzeitschrift. Und das ist jetzt die Be Green Edition der Brigitte. Und es geht um Umweltschutz, um Nachhaltigkeit, Mülltrennung, nachhaltiger Klamottenkauf, ganz spannende Sachen. Und ich finde das toll, wenn, ich sag mal, so etablierte Magazine einfach diese Schiene mitfahren und darauf ein bisschen aufmerksam machen und sensibilisieren. Das ist ja das große Thema, zu sensibilisieren, zu zeigen, wie alltagstauglich das ist, zu zeigen, was ist Nachhaltigkeit und was ist es nicht, was ist Umweltschutz und was ist es nicht unbedingt. Genau, also die Zeitschrift war mit drin. Dann war das hier drin. Ich meine, dass ich das auch schon mal irgendwo gesehen hätte. Probiert habe ich es allerdings noch nicht. Und zwar ist das Landpark Bioquelle Granatapfel Acai Bio-Erfrischungsgetränk ohne Kohlensäure. Das ist reines Wasser mit Fruchtpower, direkt von der Quelle zur Abfüllung, natürlich natriumarm, gemixt mit Powerfrüchten, nachhaltige Verpackung, aktiver Umweltschutz. Riecht sehr, ich glaube, das ist die Acai-Beere, die man hier stark riecht. Mein Mikrofon steht da unten. Deswegen muss ich mich manchmal vielleicht da so nach vorne lehnen. Okay. Wir können ja mal im Bereich Nahrungsmittel bleiben. Da war nämlich noch was Cooles dabei. Bin ich schon sehr gespannt, wenn ich das ausprobieren kann. Und zwar von Coolero 3 essbare Löffel. Benutz mich, verputz mich. Vegan, nachhaltig, 100% natürlich.
für süß und salzig. Das ist auch eine plastikfreie Verpackung. Gebäcklöffel aus verschiedenen Mehlsorten. Wie ein knuspriger Snack kann der Löffel nach der Mahlzeit verspeist werden. Gib den Geschmack nicht an das Essen ab, bleibt in heißen Getränken und Essen bis zu 30 Minuten stabil. 100% natürliche Zutaten, kompostierbar und nicht wiederverwendbar. Also wirklich für unterwegs hat man halt die Löffel dabei und kann die dann einfach aufessen. Man muss die nicht wegwerfen, wie jetzt bei Plastikgeschirr zum Beispiel, sondern isst die einfach. Riechen auch relativ neutral. Die sehen so aus. Ein bisschen was von einem Holzlöffel vielleicht. Eigentlich würde ich den gerne für unterwegs behalten, aber ich möchte ihn mal kosten, um euch sagen zu können, wie das schmeckt. Deswegen beiße ich mal nur hier oben ab. Sogar ein bisschen leicht scharf. Die Kinder könnte ich das nicht essen lassen. Also der ist mit irgendwas gewürzt. Schmeckt aber echt lecker. Aber ist schon scharf. So mit Essensdingen. Wir machen. Ach nein. Das macht, glaube ich, gleich hoffentlich ganz coole Geräusche. Ich habe extra die Verpackung dran gelassen. Und das ist etwas, was ich selber mir schon immer mal bestellen wollte. Deswegen finde ich das so cool, dass das dabei ist. Das ist nämlich eine Coconut Bowl. So cool. Das hier ist die Coconut Bowl. Und bei der möchte ich jetzt wirklich mal im Heft nachschauen. Da. Die ist von coconutbowls.com und kostet 11,25 Euro. Das finde ich ist ein super, super guter Preis. Und es gibt sogar einen Gutscheincode TrendRaider, mit dem man wiederum nochmal Prozente bekommt, wenn man sich jetzt noch ein paar bestellen wollen würde. Finde ich auch sehr geil. Okay, dann können wir ja, das ist eigentlich gerade ein guter Übergang,
von den Essensdingen zu unseren Zähnen kommen. Das finde ich auch ein mega krass spannendes Thema. Also Holzzahnbürsten, hier hat man jetzt eine vegane Zahncreme und vegane Zahnseide. Starten wir mit der Zahnseide. Die ist von True Morrow Dental Pfefferminz, also mit Geschmack. Vegane Zahnseide, deine noch nachhaltigere vegane Zahnseide im Glasflakon. Ein Produkt ist gleich ein Baum. Und weil uns rundum nachhaltig noch nicht genug ist, machst du mit jedem deiner Einkäufe die Welt ein bisschen besser. Daher pflanzen wir zusätzlich für jedes deiner Produkte einen Baum. Gibt es noch eine vegane Zahncreme, One Drop Only Naturals, mit Bio-Minze und Aloe Vera. Natürliche Komplettpflege schützt und pflegt das Zahnfleisch gegen Karies und Plaque für frischen Atem. Können auch Kinder bis 6 Jahre schon benutzen. Enthält Natriumfluorid. Ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen. Und dann wirklich hier hinten drauf auf ganz genau beschrieben, was alles drin steht. Also welche Inhaltsstoffe drin sind und was die für eine Funktion haben. Also pflegend, unterstützt die Kariesprophylaxe, pflanzlicher Süßstoff, Bestandteil aus dem Aroma. Das finde ich toll, wenn das wirklich auch so transparent ist. So sieht die dann aus. Das sind 75 Milliliter. War das hier mit dabei? Das hier ist ein von Sun Tribe Zinc Sunstick Original White. Der hat Lichtschutzfaktor 30, Stick Solar Protector Solar. Da muss ich jetzt auch einmal im Heft lesen. Das finde ich aber eine spannende Geschichte. Kriegt ihr nicht so einfach auf? Ja. So. So sieht der dann aus. Den kann man wahrscheinlich super gut praktisch im Gesicht auftragen. Ich lese einmal nach. Hier. Von Sun Tribe Unscreen, 14,99 Euro, Bio-Sonnenstift mit Zink. Der Zink-Sonnenstift von Suntribe verbindet das essentielle Anliegen mit Schutz der Meere, aber auch das Wohl deiner zarten, schönen Haut in einem wundervoll nachhaltigen Produkt. Der natürliche Sonnenschutz mit dem Lichtschutzfaktor 30 ist biozertifiziert, korallenfreundlich und unfassbar leicht auf die empfindliche Haut aufzutragen. Also ich habe wirklich auch sehr, sehr, sehr empfindliche Haut, weswegen ich ja fast ausschließlich Naturkosmetik benutze. Die plastikfreie Verpackung aus Pappe lässt uns zusätzlich einen Freudenhüpfer ins Erfrischende nass machen. Also da bin ich schon sehr gespannt, das mal auszuprobieren.
So, dann haben wir noch ein paar Sachen aus dem Badezimmer. Etwas, das ich schon ausprobiert habe. Und zwar war das so eine Zwei-Phasen-Anwendung von Luvos. Seine sehr bekannte Marke Luvos Heilerde benutze ich auch fast ausschließlich, weil ich das richtig, richtig gut finde. Und man hatte hier zuerst eine reinigende Maske zur intensiven Tiefenreinigung, ideale Vorbereitung für den Booster. Und dann hat man als zweites halt diesen Booster benutzt, der dann nochmal Feuchtigkeit gespendet hat. Und das fand ich beides wirklich sehr, 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 sehr gut. Fand ich richtig, 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 richtig klasse. Und jetzt haben wir hier auch schon wieder eine Katze mit an Bord. Dann war drin das hier. Das ist, ich würde sagen, irgendeine Art Creme. Made in France. Eine Handcreme. Firming Sea Fennel. 89% natural, muss ich jetzt auch einmal lesen, aber die ist optisch voll schön. Jetzt haben wir jetzt zwei Katzen. So, Moment. Die ist von Panier de Sons für 6 Euro mit Meeresfenchel. Und der hat wohl eine sehr pflegende Wirkung auf die Haut. Also wenn ihr hier schon an Bord sein wollt, dann müsst ihr wenigstens die Klappe halten. Die französische Naturkosmetikmarke Panier de Sons setzt bei ihrer wundervoll duftenden Handcreme eben genau auf diese besondere Seepflanze, die reich an Meersalzen wie Kalium sowie Vitamin C ein seltenes und wertvolles ätherisches Öl liefert. Seine regenerierende Wirkung macht Meeresfenchel ideal zur Pflege beanspruchter Haut und kreiert gemeinsam mit Chia-Butter und Olivenöl eine kleine Wunderwaffe für deine von der Meeresbrise in Mitleidenschaft gezogene Hände. So, dann auch noch was unglaublich Spannendes. Das auch in einem Umschlag gelassen, weil das, glaube ich, ein ganz gutes schon sehr eindeutig, was das ist. Das hier ist von Culmine für alle Tage. Eine waschbare Slip-Einlage oder Binde. Also das hier ist, glaube ich, die Slip-Einlage Mini, aber in die gibt es in den Farben Himbeere, Nachtschwarz oder Naturweiß. Und in manchen Boxen liegt aber auch die Binde wahrscheinlich bei. Aha, und etwa jede 6. Ocean Box enthält so ein Culmine-Modell. Genau. Okay. Finde ich total spannend. Waschbar, hygienisch, saugstark und verlässlich. Passend für viele Bedürfnisse gibt es halt dann unterschiedliche Größen. Plastikfrei, ohne Zusatzstoffe, langlebig und wertvoll. Finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Und das Letzte, was dabei war, ist von MBRC The Ocean. Das kann sich nur um Stunden handeln, wie ich das aufbekomme.
ich nämlich spannend. Genau, das kostet 16,95 Euro. Und mit diesem Mode-Accessoire setzt du dich aktiv für den Schutz der Meere ein. Denn das Armband besteht aus recyceltem Plastik, das die Organisation von Stränden, Küstenabschnitten und aus dem Meer geborgen hat. Ein schöner Hingucker mit einer noch schöneren Botschaft. Ein echtes Fashion-Statement für saubere, plastikfreie Meere. Super schön und so dezent. Das mag ich gerne. Das war's auch schon. Das waren die Inhalte der Trendradar Box, der Ocean Box im Juni. Ich hoffe, das Video hat euch mit ASMR gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und in der Infobox findet ihr wie immer meinen Gutscheincode für die Trendradar Box verlinkt, wenn ihr auch eine Trendradar Box bestellen wollt und ein bisschen sparen möchtet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr konntet gut entspannen. Tschüss.